Über 700 Teilnehmer waren für die Auflage des Transfer Arlberg Triathlons 2012 gemeldet und fast alle sind an den Start gegangen. Der Transfer Arlberg Revival wurde seinem Namen als Härtetest gerecht, denn Wind und Regen und Kälte und die 8 Grad forderten alles von den Athleten und verlangten fast heldenhaften Einsatz. Zu den Siegern kürten sich nach 1,2 Kilometer Schwimmen, 102 Kilometer Radfahren und 12 Kilometer Laufen der Deutsche Oliver Strankmann bei den Herren, die Wahlschwarzacherin Yvonne van Flerken bei den Damen und RTV Vorarlberg mit dem Schwimmer Alexander Andres, mit dem Radfahrer Matthias Brändle und der Läuferin Sandra Urach im Staffelbewerb. Strankmann machte seinen Sieg nach 4 Stunden, 6 Minuten, 16 Sekunden im abschließenden Lauf alles klar. Wir haben super Organisation, schöne Strecke, rundum glücklich, gelungen. Ja, ich bin positiv überrascht. Als ich die ganzen Namen gesehen habe, wer hier am Start ist, dachte ich, es wird ziemlich ein hartes Rennen werden, aber schlussendlich war das gut auf meiner Seite. Er verwies den Schweizer Reto Stutzer auf Rang 2, Dritter wurde aus Österreich Max Renko. Bester Vorarlberger war der Kleinwalsertaler Dominik Berger vom Skinfit Racing Team an Position 7, der sich im Radbewerb sogar in die Top 3 vorgearbeitet hatte. Ja, also meine Leistung war halt ganz okay. Also Schwimmen war ein ziemlicher Wellengang, aber meine Schwimmleistung war ganz okay. Im Rad habe ich am Hochdarnberg ein bisschen den Anschluss verloren auf die Spitze. Aber ja, ich bin mit meiner Leistung halt sehr zufrieden. Übrigens Thomas Hellriegel, Hawaii-Sieger 1997 und Transfer-Arlberg-Gewinner 1995, musste das Rennen bereits nach dem Radbewerb unterkühlt aufgeben. Es war ein Start-Ziel-Sieg für Yvonne van Flerken. Sie hatte mit der Kälte zu kämpfen. Es war ein unglaublich heißer Kampf. Mir da war das einfach so heiß. Es war so ein schweres Rennen. Ich denke, dass alle Leute wirklich gekämpft haben. Wir waren fast alle unterkühlt. Und ich habe mein Rad auch nicht mehr halten können. Ich habe nur gezittert, das ganze Rad hat gehoben. Ja, es war einfach Wahnsinn. Ich habe auch fast kaum noch etwas gesehen, aber es war unglaublich schön. Rang 2 belegte Vera Notz, dritte wurde Jacqueline Übelhardt. Auf Rang 4 folgte mit Sabine Kempter die schnellste Vorarlbergerin. Gewinner bei der Damenstaffel war das Team Skinfit, schnellstes Herrenteam war aus Deutschland Radsport Greiner. Am Ende wurden in Lech alle Athleten gefeiert, als hätten sie gerade den Transfer-Arlberg Triathlon gewonnen. Insgesamt über 320 Einzelstarter und 77 Staffeln sind ins Ziel gekommen und sie waren wirklich große Sieger.